Verscheid ist mein Name, von der Feuerwehr Köln. Ich bin im Moment der Einsatzleiter, der die Einsatzstelle übernommen hat. Wir eben war noch der, unser Oberbeamter hier als Haupteinsatzleiter. Ja, im Moment sehen wir ja noch Nachlöscharbeiten. Wir sehen hier die Drehleiter im Hintergrund, die jetzt im Moment diesen Hallenbereich ausleuchtet. Ja, genau. Und wir sehen die Drehleiter, die diesen Hallenbereich ausleuchtet. Und zwar ist eine Halle mit Büchern, Palettenware, Bücherkataloge, Kalender, Zeitschriften etc. Ist da gelagert gewesen. Bei Eintreffen stand die Halle im Vollbrand, also auch mit Feuerschein, deutlichem Feuerschein, geplatzten Scheiben auf dieser Seite. Wir sind dann von dieser Seite hier reingegangen und von der Gebäuderückseite haben uns Zutritt verschafft. Wir sind alarmiert worden gegen Viertel nach zwei, jetzt haben wir 6 Uhr. Wir sind also immer noch hier mit einigen Kräften und haben insgesamt 15 Trupps im Einsatz gehabt, teilweise auch mehrfach. Und das ja, hat jetzt schon einiges an Kräften hier gezehrt und jetzt geht es halt an die Nachlöscharbeiten. Das Problem jetzt für uns ist im Moment, diese Bücher, die sind auf Paletten gestapelt, die sind eng und dicht gepackt, die sind jetzt nass vom Löschwasser und die müssen wir jetzt alle ja, runternehmen, mit der Wärmebildkamera kontrollieren, dann nochmal gezielt ablöschen und rausräumen und das dauert jetzt halt einfach. Also ich denke mal 1-2 Stunden sind wir wahrscheinlich noch beschäftigt und vielleicht erleben wir noch den Sonnenaufgang hier.